Da-d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 a
Boah, Alter, 281k Elixier, 190k Gold. Alter, das ist ja richtig fett. Jetzt mal im Chat angeben. Nee, nicht Meier. Meister. Yay. Und direkt noch den Angriff teilen. 3 Sterne. Yay. Yeah. Okay, yay, yo. Geht natürlich auch. Ich kann hier mal... Nee, soll ich nicht. Ich kann euch mal eine Verteidigung zeigen. Hier zum Beispiel, die habe ich verloren. Ich habe auch nur 1700 Dunkles bekommen. Das hat schon in der Seele wehgetan, aber... Ja, kann man nichts machen. Der hat leider hier 2 Sterne geholt mit 58%. Ich mache mal die zweifache Geschwindigkeit, um euch zu zeigen, wie hier vorgegangen ist. Mit Riesenbogenschützen, Barbaren, Magiern, Helden, Sprungzauber. Ja, die Helden 20 und 25. Also ich habe ja nur 13er Helden. Also das ist schon ein gigantischer Unterschied, würde ich zumindest sagen. Da war schon ein Meister 2, okay. Ja gut, der ist doch schon ein bisschen höher und hat ein bisschen mehr Erfahrung wahrscheinlich im Angreifen. Loot-technisch hat es sich eigentlich für ihn, ja, mit dem Loot-Bonus hat sich's gelohnt. Boah, kann man eigentlich sagen, dass es sich gelohnt hat. Boah, dass ich ein Meister bin zum allerersten Mal. Das ist so ein richtig geiles Gefühl. Ich werde wieder Ballonien ausbilden. Mit der Taktik bin ich gestern Abend ganz schön hochgekommen. Immer 7, also 28 Ballons habe ich genommen. Und dann 40 Minions. Das hat eigentlich wirklich immer relativ gut geklappt. Sogar ohne Zauber habe ich hier, ja, 1 bis 2 Sterne immer geholt. Ohne Zauber sogar, das muss man sich erstmal im Klaren werden. Ja, mein Ziel für die Pokéjagd ist es, mindestens noch mit Meister 2 zu kommen. Weil der liebe, wer war das? King of Clash war das, glaube ich. Weiß ich ganz genau. Auf jeden Fall hat er eine Herausforderung gestellt. Und zwar, wenn man verliert, kriegt man ja die Bestrafung. Wir werden uns hier den Fight nochmal anschauen. 2 Sterne, da habe ich ein bisschen gefailt, wenn ich ehrlich bin, bei dem Ranzlevel 8er hier. Ich hatte ja die Wette mit ihm, wenn ich im Meister 2 komme, muss er so eine Bestrafungs-Penis-Base 2 Wochen lang behalten. Wenn ich es nicht schaffe, muss ich die natürlich 2 Wochen behalten. Die Bestrafung der Challenge wird für den gesamten Clan sein, natürlich. Falls wir verlieren sollten, was natürlich nicht der Fall ist, weil wir geil sind, müssen wir eine Penis-Base. Jeder aus dem Clan muss sich eine Penis-Base bauen und natürlich die eine Woche lang stehen lassen. Das wird eine heftige Bestrafung, wenn man da schlecht farmen kann. Können wir mal zweifache Geschwindigkeiten machen. Ja, der Fehler war, dass ich von hier unten angegriffen habe. Ich hätte von hier oben angreifen sollen, weil da wahrscheinlich weniger Luftbomben fallen etc. gewesen wären. Die 2 Sterne wurden hier sogar relativ knapp, oder? Ja, die wurden wirklich relativ knapp. Da habe ich noch Glück, dass der Barbarenkönig sich dazu entschieden hat, nach innen zu gehen. Die Bogenschützenkönigin hat zum Glück noch die Ballons ausgenockt, was auch ein Vorteil für wirklich war. Dann wurden es hier noch 2 Sterne, aber als Backup hätte ich nur die Klavo gehabt, aber zum Glück wurden es noch so 2 Sterne. Also ich muss sagen, manchmal findet hier man wirklich viel Loot. Vielleicht habe ich hier noch so einen Loot-Angriff drin. Hier, 300k von beidem plus Bonus, das war schon relativ fett, hier auch 232. Natürlich, bei diesen Loot-Angriffen verliert man sogar meistens und hier unten war das, glaube ich, sogar bei dem... Habe ich das hier noch drinne? Oder im Chat, ich habe gestern Abend einen Angriff geteilt, da haben mir 4 Blitzzauber das Leben gerettet. Vor 3 Stunden, ja, Mist, der Chat ist leider relativ aktiv hier. Deswegen, ich habe den Angriff gestern Abend geteilt und jetzt bin ich wirklich im Meister. Das ist ein unglaublich geiles Gefühl, wenn da so Meister steht. Also, ich versuche nach hier wirklich noch in Champion zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Ich versuche es zumindest. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich es wirklich versuchen sollte. Ich werde mein Bestes geben. Ich kann natürlich nicht sagen... Okay, Golem, zur Verteidigung würde ich sagen. Zur Verteidigung. Dann das Android-Männchen da, das passt. Ich werde natürlich versuchen, wirklich in Champion reinzukommen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Ich werde mein Bestes geben. Puh, wird natürlich sehr schwer, aber dann kann ich mal so ein Champions League-Gameplay machen. In der heutigen Folge habe ich mal Master-Gameplay gemacht, sogar wirklich erfolgreich. Also dafür kann ich mir selber auf die Schulter fassen, dass ich da 3 Sterne mit 30 Pokalen geholt habe. Das ist eine reife Leistung, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich boosten soll, ist schon relativ spät, da 22.40 Uhr und auf YouTube hat wieder wer kommentiert. Es tut mir wirklich leid, dass gestern kein Video kam, aber heute kam dafür ja 4 mit Outlast und angegruselt. Ja, damit würde ich sagen, wenn ihr öfters mal sowas sehen wollt, so ein höheres Pokal-Gameplay, schreibt es in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.